So, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und heute ja, sind wir unterwegs mit Rally. Der hatte mir neulich schon mal ein Replay zukommen lassen oder auch schon des Öfteren. Aber das von neulich, das mit dem Kampfpanzer 50T, war auf jeden Fall schon von der besonderen Sorte. Mal gucken, was heute geht. Heute mit dem EBR Hotchkiss unterwegs, dem 6er, 5er, nee, 7er, 7er, ne? 7er Radpanzer, oh, jawoll, ey. Das geht ja schon auf jeden Fall schon mal nicht so gut los. Der 7er Radpanzer der Franzosen. Und wir gucken mal, was hier so geht. Ja, das ist natürlich das Problem, konnte man hier gerade sehen mit den Radpanzern. Er hat natürlich jetzt hier einen ordentlichen Rückstand. Er wäre schon längst vorne am Dingens gewesen. Aber jetzt ist er hier doch ein ganz, ganz, ganz schönes Stück weiter hinten. Drei Artis, da muss er natürlich gehörig aufpassen, dass ihm hier keiner auf den Deckel schießt. Und vor allem muss er aufpassen, wenn ihm hier einer entgegenkommt, dass sie sich da nicht gegenseitig blockieren. Das wäre ziemlich ärgerlich. Minsk wird gespielt, Standardgefecht, drei Artis, wie gesagt. Und ja, mal gucken, was so geht. Er kann hier auf jeden Fall schon mal ein paar Gegner aufmachen. Fährt hier mit Rationen und mit den Direktiven. Ja, und macht hier immer mal wieder einen Panzer auf. Dreht hier schön seine Kreise, auch so, dass die Arti halt verzweifelt, wenn sie auf ihn zielen würde, quasi. Ob er jetzt aktuell gerade noch auf ist, weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, wenn gleich nochmal das Zeichen kommt. Kriegt jetzt hier nochmal 77 Unterstützungsschaden auf den M4A1. FL10. Der war ja auch in den Weihnachtskisten drin, der M4A1 FL10, wo ich noch so lange gesucht habe und dachte so, was ist denn das bloß für ein Panzer? Weil ich die eine Flagge nicht richtig erkennen konnte, weil da das Crew-Zeichen vor war, dachte ich die ganze Zeit, das wäre ein Japaner, dabei war es ein Franzose. Bis ich dann irgendwann immerhin selbst rausgefunden habe. Das war ziemlich lustig. Ja, also normalerweise, ja, wie gesagt, die Radpanzer, ich bin jetzt beim Links, das ist ja der Achter, aber ich muss sagen, die Runden machen mir irgendwie so semi viel Spaß. Also es gibt zwar einige coole Aktionen, aber ganz oft endet meine Runde damit, dass ich einfach, achso, warte mal, ich kann ja mal in seine Sicht gehen, ganz oft endet meine Runde einfach damit, dass ich irgendwie gegen ein Hausbretter oder gegen Steinbretter dann da stehe, nicht rechtzeitig wegkomme und dann bin ich kaputt. Oder ist hier nicht aufgegangen? Okay, das ist krass. Da hat der T150, aber ich meine, gut, das ist natürlich, der ist jetzt kein Spotwunder, aber von der Entfernung her würde ich jetzt sagen und dann nichts dazwischen? Wahnsinn. Da hätte ich schon gedacht, dass der da irgendwie bis dahin spotten kann. Aber gut, konnte er nicht. Das war sein Pech. Und jetzt Progetto, Gott sei Dank nur ein Crit. Aha, guck mal an, die E25 da oben. Der Progetto, der ist wieder ein Stück weggefahren. Hat er Glück gehabt, hätte Progetto da einen Tick länger gestanden, hätte er auch vielleicht nochmal schießen können. Kriegt jetzt hier Spot-Damage auf die E25, weil er die gespottet hat. Das ist natürlich auch sehr gut. Das heißt nämlich für den E25-Spieler, der muss erstmal wieder zurückfahren und kann nicht unbedingt spotten für sein Team. Ah, jetzt schon wieder noch mehr Schaden auf die E25. Also er macht das hier ziemlich gut. Da schlug wieder ein Schuss direkt neben ihm ein. Aber direkt neben ihm ist halt kein Treffer. Und dementsprechend ist er hier immer noch Full HP. Ja, obwohl er schon einen Schuss von Progetto gefangen hat, der halt nur ein Crit war. Und ja, hier unten E25. Ja, jetzt haben die zwei E25? Ah, die haben zwei E25. Okay. Ich dachte jetzt schon, der ist da so schnell rumgefahren. Schade, dass er den hier nicht treffen kann. Das war ein bisschen sehr ärgerlich. Jetzt vielleicht den nächsten hier. Ja, schön. 178 Schaden. Und da macht er, glaube ich, schnell, dass er wieder wegkommt. Nee, doch nicht. Er versucht nochmal. Ah, ärgerlich. Aber es ist der Killshot. Der geht aber meist ja auch nicht rein. Kennt man ja selbst. Und, oh. Das war ein schöner Treffer auf die Su hier. Ah, nee, das war nur Spot-Damage. Entschuldigung. Das war nur der Unterstützungsschaden. Ich wollte gerade sagen, er hatte geschossen und dann blitzte da hinten was auf. Im Moment dachte ich, er hätte da den Schnellschuss getroffen, aber das war Unterstützungsschaden.
Gut. So, jetzt, oh, guck an. Jetzt hat er hier. Da macht er einfach Auto-Aim rein. Oh, jetzt hat. Oh, da sollte er jetzt aber wegkommen hier am besten. Sonst hat er gleich ein Problem. Nein, er fährt weiter. Okay. Die E25 fährt erstmal schön gegen den T34. Gegen den T50, Entschuldigung. Meine Güte, der fährt hier Kreise und die E25. Ich glaube, der E25-Spieler, der kotzt. Der ist zweimal gegen den eigenen T50 gefahren. Ja, sehr geil gemacht. Die kotzen aber alle im Strahl, würde ich jetzt mal sagen. Da haben die sich richtig dumm angestellt. Ja, gut. Ich denke mal, da hattest du bestimmt auch ein kleines Schmunzeln oder ein kleines Lächeln im Gesicht. Ja, die Arti hat schon mal vorbeigeschossen. Jetzt kann er hier nämlich schön Artis abfarmen gehen. Die zweite Arti hat auch vorbeigeschossen. Jetzt genau erst auf den Panther hier schießen, denn der hat am schnellsten wahrscheinlich nachgeladen. Su-8, die versucht zu flüchten. Ah, okay. Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass er da nochmal den Schlenker macht. Also entweder hat der wirklich so lange, braucht der so lange zum Nachladen? Der braucht noch irgendwas mit 28 Sekunden oder so, oder? Vielleicht habe ich mich auch einfach vertan. Oder der hatte hier einen Munitionslagertreffer, dass er die doppelte Reloadzeit hatte oder sowas vielleicht. Man weiß es nicht. Aber die geilste Szene fand ich noch tatsächlich die. Oh ja. Da kriegt er hier noch eine Schelle von der Su. Aber die Su hat hier nur die kleine Kanone drauf und dementsprechend überlebt er das hier. Kriegt zwar 292 Schaden, bleibt bei 100 HP, die er noch übrig hat. Aber ja, mit der großen Kanone hätte die Su das gerockt. So halt nicht. Und die Runde ist vorbei. Ja, schöne Runde. Vor allem das mit dem T50 und der E25 da. Das hat mir mega gut gefallen. Das war echt super gemacht. Da hätte wahrscheinlich jeder andere irgendwie vielleicht wieder zurückgefahren über die Straße zurück auf die eigene Seite oder so. Aber er dreht da unbeirrt seine Runden, knallt da alles weg. Und das war richtig, richtig geil. So, gehen wir mal in die Übersicht. Und schauen uns an. So, was passiert? Aber zunächst natürlich wie immer, wenn ihr was habt, schickt es mir über Discord, teils als Link unten in der Beschreibung, Plants1980 in-game oder schickt mir eine Mail an robtocare@web.de und dann kann ich euch eure Sachen mal angucken und kommentieren. So, Panzer gemeistert, Glückwunsch dazu. Speer bekommen, Duellant bekommen, Kämpfer bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, die Pascucci-Medaille, weil er zwei Selbstfahrerfetten kaputt gemacht hat und Patrol Duty. Sehr, sehr schöne Runde hier. Und auch hier wieder beim Kampfpanzer 50T hat er 13. Hier hat er 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Der hat er sogar 14 Gegner irgendwie beschädigt, gespottet oder was auch immer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, schöne Runde. Das hat mir sehr gut gefallen. Was hast du denn an Materialien eigentlich dabei? Hast du Optiken mit drin oder wie fährst du den Panzer oder fährst du den ohne und hast dafür dann eher was anderes eingebaut. Das würde mich mal interessieren. Ja, hier, schöner erster Platz mit 1675 Schaden. Wow, das ist eine Hausnummer. Das ist, glaube ich, sogar noch mehr als mit dem Kampfpanzer 50T da vorhin. Ne? Also neulich. 1570 Schaden, 4 Kills. Da kann man nicht meckern. Guck mal hier, der T50-2, der hat auch ganz gut mitgespielt. Ne? Naja, aber wir gucken mal in die Auswertung. 27 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 12 ging durch. Er wurde 6 Mal beschossen, 4 davon ging durch. Einmal gesplasht und einen hat er sogar abgewehrt. Wow. Oder es war ein Crit, besser gesagt, weil er keinen geblockten Armor-Schaden hat. Deshalb war es ein Crit. Ansonsten wäre der Non-Penetration-Treffer, wenn es nämlich kein Crit gewesen wäre, glaube ich, hätte er hier gestanden als Schaden geblockt. Ich glaube, so ist das richtig. Was hat er hier? Er hat 8 Gegner aufgedeckt. Er hat 8 Gegner beschädigt und 4 zerstört. 5.255 Unterstützungsschaden. Wow, das ist auf jeden Fall mega heftig. 5,77 Kilometer gefahren. Ja, der war ja auch nur in Bewegung fast. Und mit seinem Premium-Account konnte er hier noch 57.608 Credits rausholen. Sehr, sehr geile Runde. Vielen Dank fürs Zusenden. Und ich hoffe, du und ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und ja, wie gesagt, wenn ihr selbst was habt, dann wisst ihr ja, wie ihr mich hier erreichen könnt.
Und wenn ihr irgendwas habt, was euch gefallen hat, nicht so gefallen hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann, ja, lerne ich vielleicht mal draus fürs nächste Mal. So, dann bin ich jetzt erstmal raus und wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.